Im Münchner Norden liegt unsere. Ja, hallo, begrüßen darf ich Daniel Weber. Daniel, 0:3. Stolzes Ergebnis vor der Kulisse oder eher trauriges Ergebnis vor der Kulisse? Nein, also das Ergebnis ist jetzt im Nachhinein zweitrangig. Wir haben ein tolles Spiel gemacht. Mhm. Wir haben zum ungünstigen Zeitpunkt die Tore bekommen. Wir haben sie aus unseren Fehlern heraus bekommen. Viele Zuschauer sagen, aus dem Nichts sind die zwei Tore gefallen, ja, für 60. Man muss ehrlich sagen, also wir hatten sie wirklich defensiv im Griff. Sie hatten kaum eine Idee gegen uns, nach vorne durchzukommen. Haben viele lange Bälle gespielt, sind auf zweite Bälle gegangen und wir haben es aber immer gut gelöst bekommen. Und dann machen wir in der Vorwärtsbewegung zwei Fehler und dann passieren zwei Tore wie aus dem Nichts. Und man muss halt auch sagen, wir haben zwei tolle Konter gehabt in der ersten Phase und müssen eigentlich selber da ein Tor machen. Wer weiß, was dann passiert wäre. Ja, will man da nicht zu viel reininterpretieren, aber wenn und hätte gibt es halt beim Fußball nicht. Und dann passiert dann noch das Dritte in der zweiten Halbzeit wieder so direkt recht am Anfang und wir sind dann ja auch raus quasi damit aus dem Spiel. Und dann haben wir wieder unsere Chancen. Also wir hätten viel machen können heute. Aber man muss ehrlich sagen, wir haben trotzdem eine tolle Leistung gezeigt. Und so eine Mannschaft erzwingt solche Fehler auch, die wir gemacht haben. Deswegen, ich bin recht zufrieden mit der Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben. Wie gesagt, das Ergebnis macht mich nicht so ganz glücklich. Ob wir heute hätten was mitnehmen können, ist die eine Sache. Aber ein knappes Ergebnis hätte das Spiel, glaube ich, heute verdient gehabt. Ich habe vorhin den Silas und den Manuel vom interviewt und die haben so ein bisschen was zur Stimmung gesagt. Wie hast du denn die Stimmung wahrgenommen oder hast du sie überhaupt im Spiel wahrgenommen? Also es war nicht so, dass es nicht das, was ich sehen muss, um was Besonderes zu schaffen. Mhm. Dafür ist der Respekt vielleicht zu groß vor der Kulisse gewesen oder vor den Löwen. Weil du spielst ja jetzt gegen die Profimannschaft und nicht mehr gegen die Amateure. Trotzdem war es gut. Aber wie gesagt, das i-Tüpfelchen auf dem Ganzen, auch von der eigenen Stimmung uns zu pushen, wie wir da rangegangen sind, da haben vielleicht ein paar Prozent gefehlt. Und das brauchst du aber, um was Besonderes zu schaffen. Und das haben wir nicht hingekriegt. Mhm. Deswegen bin ich trotzdem glücklich über das, wie wir es gespielt haben. Wir haben es gut gemacht. Ja, Daniel. War viel Vorbereitung. Wie viel Vorbereitung ist es für dich auf so ein Spiel oder ist es eigentlich normal vom Zeitaufwand wie zu den anderen Spielen auch? Ja, es ist ein bisschen mehr. Also ein bisschen. Aber das sind die Spiele, die man natürlich sich dann nochmal Zeit freischaufelt, um noch vielleicht nochmal was zu machen, weil du willst ja hier zu Hause einfach dich gut präsentieren. Mhm. Trotzdem muss ich sagen, auch die Mannschaften im unteren Bereich, der mittleren Bereich, die so uns auf Augenhöhe sind, die kosten schon ganz schön viel Arbeit. Und ich versuche immer das Maximale an Arbeit zu investieren, weil die Punkte holst du eigentlich woanders. Das sind aber die Spiele, wo der ganze Verein so viel gearbeitet hat und so viel gemacht hat. Und auch für mich war es viel drumherum und nicht nur aufs Spiel bezogen. Und deswegen, aber wie gesagt, es ist ein Erlebnis für uns alle und wir haben, glaube ich, alle das Erlebnis gut gemeistert. Ist halt nur am Schluss das bisschen schade. Ja, der Tag hat nur 24 Stunden, das heißt, du bist hauptsächlich natürlich aufs Spiel fokussiert, aber du hast es gerade selber angesprochen. Auch die Mannschaft und auch du persönlich habt natürlich auch viel im Organisatorischen ja mitgeholfen im Hintergrund, ja. Wie viel Zeit hat das denn so gekostet? Ja, natürlich. Wir haben extra nochmal Sponsoren akquiriert dafür und da helfe ich ja auch mit. Und wir haben extra nochmal eine Tombola veranstaltet mit der Mannschaft, damit was rein. Und. Ist natürlich wahnsinnig viel, aber ich glaube, wenn wir jetzt Fazit ziehen, hat es sich gelohnt. Putzen wir uns mal schnell den Mund ab, vergessen das Spiel, Elatissenship vor der Tür. Ja. Dani hat schon ein paar Tipps gegeben. Dementsprechend werden wir uns gut vorbereiten und es ist schwer zu spielen in Mannschaft. Spielerisch sehr, sehr gut, jung, aggressiv, macht viel Tempo. Haben wir immer schwer gehabt, aber in Elatissen bisher. Ja, aber in Elatissen haben wir schon gewonnen, also von daher, ich bin da guter Dinge, dass wenn die Mannschaft den Zug behält, den sie gerade hat, dass wir da viel was holen können. Ich vermute mal ganz stark, in der Woche musst du nicht groß Aufarbeitung irgendwie die Jungs aufbauen oder sowas. Ich glaube, die Jungs wissen ganz genau das Spiel einzuschätzen, oder? Ja, denke ich schon. Also wir werden
haben eben schon was besprochen und von daher, ich glaube, wir sind guter Dinge. Heute darf man sich ärgern, immer wie nach einem verlorenen Spiel, wie bei jedem anderen auch. Und ab morgen geht es wieder weiter. Dann sage ich vielen lieben Dank, Daniel. Das letzte Wort gehört dir, bevor wir uns verabschieden. Ja, ich möchte mich erstmal bedanken bei allen ehrenamtlichen Helfern, vor allen Dingen heute, die hier Wahnsinnssachen geleistet hat und bei unseren vielen Sponsoren, die wir jetzt neu akquiriert haben, die uns unterstützt haben, auch heute wieder, wie LG, wie Magnat, wie ja, und das ist halt wahnsinnig viel wert für uns, immer wieder dort neue zu gewinnen, damit wir unseren Fußball hier aufrechterhalten können. Danke dir, wir verabschieden uns. Denkt dran, VfR Garching steht für guten Fußball. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Heimspiel rein. Bis dahin, auf Wiedersehen.